Konnichiwa, meine lieben Freunde. Und jetzt da müssen wir an diesen Typen vorbei. An diesen japanischen Türsteher. Ich sag schon amerikanisch. So. Ein denkwürdiger Augenblick. Entschuldigung, aber ich muss dich bitten zu gehen. Das Läuten der Klarglocke. Es ist erhaben. Das schönste Läuten, das ich je gehört habe. Dieser Ton sagt alles über die Seele seines Trägers aus. Du könntest durch den Zinnturm schaffen. Schreite voran. Ja, danke. Mein Strom ist gerade ein bisschen hackt gerade ein bisschen. Moment. So, jetzt. Gut, jetzt haben wir einen Durchgang gefunden und da sind drei Weise. Die Legenden besagen, dass beim Erscheinen eines Trainers, der die Fähigkeiten besitzt, die Seelen der Pokémon zu berühren, ein Pokémon kommt, das ihn beim Zinnturm auf die Probe stellt. Die Legende ist wahr. Das legendäre Pokémon Suicune ist gekommen. Wir, das Trio der Weisen, werden prüfen, ob du würdig bist, einzutreten. Ja, okay, jetzt müssen wir die drei Glatzköpfe besiegen, dann können wir gegen Suicune antreten. Das Pokémon im Cover und auf den ganzen Thumbnails der Pokémon-Parts. So, I will attack you with Flammenrad, Flame Reel. Wow, Level 32. Wie schlechtes Level. Also gut, Iglava, du solltest vielleicht dich jetzt wieder in deinen Ball zurückziehen und wohin genau ein bisschen weitermachen lassen. Einfach mal so, weil ich vertraue dir nicht mit deinen schwachen Fähigkeiten. Nicht solange du kein Tornupto bist. Gut, ich schätze, er wird mich mit... Ja, ich sollte vielleicht Bodyguard einsetzen, falls er Hypnose irgendwie einsetzt. Also gut, erstmal Bodyguard, um uns ein bisschen abzusichern. Moment, bei mir leckt irgendwie alles. Moment, ich mache mal wieder eine kurze Pause. Okay, jetzt müsste, glaube ich, nicht mehr so lecken. Ich hoffe, der Part ist wieder nicht unsynchron und wenn doch, muss ich den weiter... Ja, muss ich den halt nochmal nachsynchronisieren. Oh, er hat uns mit einer normalen Attacke angegriffen. Und vor ihm genau gefällt das gar nicht, wenn er Konter einsetzt. Was willst du da identifizieren? Ich meine, wo ihn genau ist... Wo ihn genau? Was sollst du da identifizieren? Oh Gott, schwieriges Wort. Ja, greif meinen wo ihn genau so oft an, wie du willst. Es hat keine Gefühle. Bist du jetzt fertig? Danke. Sorry Leute, ich muss jetzt prüfen, ob das synchron läuft, weil ich habe da gerade ein sehr schlechtes Gefühl. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Moment, jetzt. Ein Flammarer. Ja, lassen wir wohl mich meinen wohin genau noch draußen. Jetzt rächen sich die ganzen Entwicklungen von Evoli, weil wir sie nicht gewählt haben als Evoli-Entwicklung. Tut mir leid, Flammarer, wir werden dich nicht bekommen. Oh oh, ich, fuck, sehr effektiv, sehr effektiv. Oh, wohin genau? Nein! Oh! Oh, okay. Gut, dass wir diese Kraftwurzeln gekauft haben. Ich weiß, du wirst es nicht mögen, aber fick dich. Oh Mann, ich bin so vulgär. Tut mir leid, dass ich gerade fickt euch, fickt, ja, sag ich, fickt euch, sorry. Dass ich fick dich gesagt habe, sorry. Ich sag sowas nie wieder. Ach, fick dich, Flammarer! Schon wieder ein Volltreffer. Also gut. Wohin genau, du musst leider weiter leiden, ne? Das ist bitter. So, jetzt aber kein Volltreffer mehr. Okay, so jetzt. Konter. Und jetzt sollst du abziehen. Jetzt hätte ich gerne einen Volltreffer. Wie, du gehst jetzt daneben, ey. Wohin genau will mich trauen, Leute? Hilfe! Wohin genau? Du triffst jetzt besser, ansonsten...
Also gut, dann eben Kraftwurzeln. Vielleicht muss ich Spiegelcape einsetzen, weil es richtet sich ja nach dem Spiegelcape und Konter richtet sich ja nach dem Typ und ich jetzt glaube ich, dass man bei dem Typ Unlicht Spiegelcape einsetzen muss, weil bis eine Unlichtattacke ist. Ich probiere es mit Spiegelcape, vielleicht funktioniert es jetzt. Ja, es richtet sich nach Typ. Gut, nochmal. So, überlebe und du killst dieses Flamare, wohin genau? Und danach? Na! Okay, dann frisst du eben jetzt noch eine Kraftwurzel, Mensch. So, ich glaube, wohin genau mag es, diese Wurzel zu fressen. Kann ich mir auch echt vorstellen. So. Gut, jetzt das Spielcape. Hast du nicht langsam genug, Flamara? Ich sag dazu gar nichts mehr. Jetzt triff! Danke, wohin genau. Du bist sehr kooperativ. Stärker, als wir dachten. Wer weiß? Ah, du behauptest also, Suicune, Ente und Reiko, während sie schliefen, gesehen zu haben. Unglaublich. Der Legende nach können sie während des Schlafs nicht gesehen werden. Kann man dir die Wahrheit anvertrauen? Ich muss prüfen, ob du würdig bist. Ja, aber gerne doch. Ist gut, Weiser Hendrik. Was willst du von mir? Ich hab nichts zu melden. Oh, der hat einen Noctu, genau wie die andere. Also gut, Iglava, ich gebe dir noch eine Chance. Tanz mal eine Runde Walzer. Okay, Noctu. Also, ich kann akzeptieren, wenn mein Pokémon paralysiert ist oder auch verwirrt. Aber ich kann es nicht akzeptieren, wenn die Attacken nicht treffen. Also gut. Ruhig bleiben. Mein Eglava hat zum dritten Mal nur nicht mehr getroffen. Ist das nicht super? Flammenrad! Naja, Flammenrad zieht so viel ab wie ein Walzer. Allerdings habe ich bei Flammenrad eine Garantie, dass es trifft. Iglava, du solltest dich mehr anstrengen, ansonsten werden wir nicht beste Freunde. Du bist zwar mein Starter, ich weiß, aber für einen Starter solltest du dir ein bisschen mehr Mühe geben. So, jetzt heile ich mal das Iglava mit einem Hyperheiler. Und Hotdog Heap! Nein, du hast überlebt. Oh Gott, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Na gut, dann probier es mit einem Headbutt. I'm gonna to Headbutt hier! Level 33, noch 3 Level, dann haben wir einen Tornupto. Blitzer. Ich bin jetzt verlockt, Evoli einzusetzen. Evoli gegen seine Entwicklungen. Ja, warum nicht? Das erinnert mich gerade an den Part, wo wir auf Englisch gesprochen haben. Oder wo ich auf Englisch gesprochen habe. Okay, Evoli. Blitzattacke. Nein, er kann Doppelkick. Oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Aber ganz schön wenig abgezogen. Oh Jesus Christus, bis auf. Okay, Staffette. Die Staffette.
Okay, und jetzt ganz schnell Apollo. Mir gehen die Ideen aus. Okay, Apollo, jetzt schnell Hypnose. Oh Gott. Und jetzt nein, ich hab mich vertippt. Ich wollte Konfusstrahl einsetzen und nicht Hypnose. Oh. Also gut, jetzt Konfusstrahl. Alles klärchen und jetzt Spukball. Spuck denn ins Gesicht. Lasst ihn rennen. Fleisch mit Salz ist besser. Schnappt ihn. Und tschüss, Blitzer. Ah, fast ein Level für Apollo. Ich sage dir die Wahrheit. Es gab früher zwei achtstöckige Türme hier. Den Bronzeturm, der die Pokémon erwecken sollte, und der Zinnturm, in dem die Pokémon ruhen sollten. Die Aussicht von den beiden Spitzen der Türme muss atemberaubend gewesen sein. Zu dieser Zeit soll sich ein gigantisches silbernes Pokémon auf der Spitze des Bronzeturms niedergelassen haben. Jedoch, vor 150 Jahren schlug ein Blitz in einem der beiden Türme ein. Die Flammen wüteten für ganze 3 Tage. Ein plötzlicher Platzregen löschte das Feuer. Und so ist die Turmruine entstanden. Und der letzte. Beweise mir deine Kraft! Er hat bestimmt einen Aquana, so wie ich ihn einschätze. Noctu und Aquana. Darauf verwette ich meinen Pausen-Sandwich. Okay, Igla, aber ich gebe dir noch eine Chance, ne? Weil ich so ein guter Mensch bin. Wow, sehr schön, Iglava. Ich nehme jetzt alles zurück, was ich vorhin über dich gesagt habe. Gut, jetzt schläfst du zwar, haben wir etwas... Jawohl, wir haben noch einen Hyperheiler, sehr schön. Und Iglava erwacht aus seinem Schlaf. Bereits dieses Noctu zu verbrennen. Es hätte das Noctu fast gekillt. Wenn es ein Volltreffer gewesen wäre. Aber egal, dann machst du es halt jetzt. Ich hoffe nur, es geht, weil er hat Reflektor eingesetzt. Das beunruhigt mich ein bisschen. Was rede ich hier? Feuer ist eine ist spezial in dieser Edition. Daher funktioniert Reflektor nicht ganz so. Okay, Aquana, jetzt müssen wir wechseln. Ich nehme mal wieder... Ja, machen wir mal Wasser gegen Wasser. Gyarados gegen Aquana. Okay, Gyarados. Bis... Ich bin gerade entsetzt, wie wenig das abzieht. Okay, ich ändere meine Taktik zu Silberblick. Damit wir die Verteidigung von Aquana ein bisschen runterkriegen. Soll er mich ruhig weiter mit Biss angreifen? Mich stört es nicht. Sondern mein Gyarados stört. Gut, ich setze... Achso, er hat Reflektor eingesetzt. Ja, das erklärt so manches. Okay. Dann noch einmal Silberblick und dann greife ich an mit... Ne, Biss ist ja normal, ne? Spezialdingens. Surfer glaube ich auch. Oh Gott, oh Gott. Silberblick hat jetzt gerade nichts gebracht. Okay, dann mach ich's mit Drachenwut. Ja, beiß ruhig so viel. Du kannst auf mein Gyarados ein. Ich probier's mal mit Biss, vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Ja,
Sieht nicht danach aus. Das war sogar gerade ein Volltreffer. Okay, ich muss wechseln. Gyarados schafft es nicht gegen Aquana, aber Aquana hat ja auch 2 Level mehr. Und Aquana ist sehr zäh, weil es eine Evoli-Entwicklung ist. Ich nehme mal X-Bad. Okay, X-Bad, flieg mal davon. Ja, hoffentlich schaffst du es. Jawohl, sehr schön, X-Bad. Auf dich kann ich mich immer verlassen. Gut, Erasmus ist down. Zu stark? Warum? Du. Bist du der Trainer, der von dem legendären Pokémon erwartet wird? Ich verstehe. Wir, das Trio der Weisen, sind verantwortlich für den Schutz der legendären Pokémon. Wir gestatten nur jenen Zutritt, die eine reine Seele und wahre Kraft besitzen. Schreite voran und betritt den Sinnturm. Suicune wird auf dich warten. Ja, aber zunächst heile ich mein Pokémon, bevor wir gegen Suicune antreten. Ja, in diesem Part werden wir noch gegen Suicune antreten. Ich bin zwar gerade ein bisschen heiser in der Stimme, aber egal. Also gut. Genießen wir nochmal die Ruhe, bevor wir jetzt den epischen Kampf gegen Suicune antreten. Die Musik ist auch richtig idyllisch. So, dann hier noch ein Stöckwerkchen und dann geht's hier zum Zinturm. Da ist er auch schon. Lesen wir mal das Schild. Zinturm. Man sagt, ein legendäres Pokémon soll dort sein. Ja, übrigens gibt es hier vielleicht noch ein paar Äpfel, kann es sein? Muss mal schauen, weil ich habe in Erinnerung, dass es hier ein paar Items gibt, ein paar versteckte. Nur mal kurz schauen, wir kämpfen ja gleich gegen Suicune. Nur keine Ungeduld, Leute, ne? In diesem Part werden wir noch gegen Suicune antreten. Oh, egal, das muss mal gut sein. Der Zinturm müsste aus 8 Stockwerken bestehen. Zählen wir mal die Stockwerke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geht's noch weiter höher? Nein, mehr können wir leider nicht sehen. Das müssten 8 sein, so. Dann mache ich jetzt hier ein Save State und dann kämpfen wir gegen Suicune. Natürlich werde ich es wie alle legendären Pokémon zuvorher auch einfangen. Also, los geht's. Entei. Rayquil. Suicune! Guten Tag. Ich habe einen Termin bei Ihrem Optiker. Optiker. Gut, das allererste Pokémon mit einer eigenen Musik in der Pokémon-Geschichte. Suicune, Entei und Raikou. So. Ich hole mal Alpogo raus. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Musik ändern soll oder ob ich sie behalten soll. Na, ich behalte sie mal. Die Musik ist einzigartig. Die gibt es nur in der 2. Generation und in der 4. Und die, es ist außerdem noch die allererste legendäre Pokémon-Musik, die es jemals in Pokémon gab. Daher lasse ich die Musik jetzt einfach mal so, wie es jetzt ist. Und ich setze mal Gyarados ein. Wir müssen Suicune zunächst einmal schwächen. Es hat Level 40. Wir müssen. Ja, müssen sehr aufpassen. Und sehr hart kämpfen. Drachenwut jetzt erstmal. Wenn ich mich richtig erinnere, besitzt Suicune die Attacke Regentanz, Blubstrahl, Windstoß, glaube ich, und noch eine 4. Aurora-Strahl, glaube ich. Genau, Windstoß. Aber es kann sie nicht heilen, das ist schon mal ein Vorteil. Weil es gibt ja auch legendäre Pokémon, die heilen sich im Kampf. Wie zum Beispiel Ho-Oh oder Lugia in Feuerrot und Blattgrün.
So, jetzt ist es gut geschwächt. Eine Statusveränderung wäre jetzt noch nicht schlecht, aber ich probiere es mal mit einem Hyperball. Nein! Na. Also gut, I'm gonna try this again. Ja, jetzt kannst du wieder ein bisschen langweilig werden, weil wir wieder Bälle schmeißen. Kann auch ziemlich jetzt nervig für mich sein. Aber es ist ein legendäres Pokémon, das muss lange dauern. Also gut, noch ein weiterer Hyperball. Suicune. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen mit Suicune kommunizieren. Ich meine, es hat ja schon häufig geklappt. Hallo Suicune, na, wie geht's dir? Er antwortet mir nicht. Warum antwortest du mich nicht? Hallo Suicune. Egal. Also Suicune, hör mal zu. Das hier sind Pokébälle, die ich auf dich schmeiße. Ganz einfach, weil ich dein Freund werden will. Ne, wenn ihr Freunde von jemandem werden wollt, schmeißt irgendwie runde Bälle auf sie. Das klingt jetzt total falsch. Ja, aber schmeißt mal so runde Sachen auf so Typen, wenn ihr mit ihm befreundet sein wird. Das funktioniert ganz sicher. Sieht man auch hier gegen Suicune. La la, jetzt bleib in den Ball, Suicune. Suicune, bleib in den Scheiß Superball. Ich will dein Freund werden. Jetzt schmeiß ich einen weiteren Superball auf Suicune. Direkt ins Gesicht. Und jetzt bleib endlich in dem Ball drin. Ich zähle bis 1, 1, 1. Und nein, er bleibt bei 1, bei 1, bleibt er stehen. Er setzt den Tanz ein. Was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Superball, Superball. Ich werf einen weiteren Superball auf Suicune. Und hoffe, dass es dadurch eingefangen wird. Aber greife ich weiter mit Windschuss an. Und was macht ihr so morgen? Oh, keine Ahnung. Eins. Ach, immer nur eins. Eins ist bis jetzt das Beste, was wir hatten. Okay, wenn es einmal nicht probiert, versuch's ein zweites Mal. Aber in dem Fall machen wir es schon zum 10. Mal mindestens schon. Ach, Suicune, ich schlaf gleich ein, wenn du dich jetzt nicht überwindest und in dem Ball bleibst. La 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 la, jetzt bleib in den Ball drin. Suicune, bleib in dem Scheißball drin. Uno, dos, ah, jetzt rede ich hier schon auf Italienisch, ist das, oder? Ach, keine Ahnung. Okay, Gardos hat versagt. Ich muss Alpollo jetzt einsetzen und ich schläfe es jetzt ein. Ich hoffe, Alpollo ist schneller als Suicune. Glaube ich allerdings nicht. So. Ah, sogar schneller. Oh, hätte ich es nicht gedacht. Okay. Gut, jetzt müsste es leichter zu fangen sein, weil es eine Statusveränderung jetzt hat. Also, Hyperball. Und wieder drunter zählen. 1, 2, 3! Nein! Ah, ich habe mich schon gefreut. Also gut. Nochmal alle. Noch versammelt euch mal alle um euren Bildschirm. Egal, ob ihr jetzt das Let's Play zuschaut oder nicht. Wir müssen jetzt unsere Energie in einer einzigen Kugel vereinigen. So wie bei Dragon Ball. So. Nein. Okay, ich probier's nochmal. Leute, das Schicksal der Welt hängt von dem nächsten Wurf ab. Dieser Superball muss erfolgreich sein. Und wenn nicht, geht die Menschheit unter. Ich weiß, dass wir nicht versagen werden.
Denn wir sind Menschen, wir versagen nie. Was zum... Okay, es funktioniert auch nicht mit Epicness. Vielleicht mit Verzweiflung. Bitte, Suicune, jetzt bleib in dem Ball drin. Suicune, jetzt mal ernsthaft. Bleib doch endlich in dem Ball. Ja, nein. Okay, Verzweiflung funktioniert auch nicht. Ich probier's mal. Mit was kann man es nochmal probieren? Mit Rumschwulerei. Oh, hallo, Suicune. Ich massiere meine Bälle auf dich. Könntest du vielleicht mal im Ball drinnen bleiben? Das würde mir sehr gefallen. Okay, es funktioniert auch nicht mit Rumschwulen. Vielleicht mit autoritärische Sache. Suicune, du bleibst jetzt in dem Ball drin, ja? Suicune, ohne Witz jetzt. Bleib in dem Ball. Okay, es funktioniert auch nicht so. Was gibt's noch für Methoden? Die Cheater-Methode. Ja, die würde ich jetzt gerne einsetzen, mache ich aber nicht. Also gut, Alpollo hat auch versagt. Ich probiere es mal mit Wuingenau. Wuingenau hat viele KP. Es müsste mehr Attacken überstehen können. Also gut, ein weiterer Superball wird auf Suicune, dem legendären Pokémon der Kristall-Edition, geschmissen. Verdammt. Okay, es senkt meine Verteidigung. Ich habe eigentlich gedacht, dass er Aurora-Strahl kann, aber er kann aus statt Aurora-Strahl Silberblick. Ach, Suicune, jetzt mal im Ernst. Lob, lob, lob. Okay, das wird leider wieder ein langer Part. Nochmal. Also ich werde es jetzt für maximal eine Stunde machen, und wenn wir es nach einer Stunde nicht geschafft haben, es zu fangen, werde ich diesen, ja, werde ich es überspringen und einfach speeden. Mist, das war knapp. Gegner, Suicune, Ben, Blubstrahl. Gold setzt Superball ein. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Gegen Suicune, Ben, Silberblick, wo ihn genaues Pferd sinkt. mir wird echt langsam langweilig. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das kommentieren soll. Eins. Ein kurzer Lag gerade eben. Nochmal. Ich muss doch Hausaufgabe machen, Suicune. Jetzt bleib in dem Ball drin. Ja, ich muss Hausaufgabe machen. Kurz vor den Sommerferien. Wer hätte es gedacht? Ich sag nur Wirtschaftsschule. Da machen wir sowas. Okay, wohin genau hat es auch nicht geschafft? X-Bart, auf dich konnte ich mich schon immer verlassen. Also, geht doch. Danke, Suicune, dass du jetzt eingesehen hast, dass du mir überlegen bist. Und auf X-Bart konnte ich mich schon wieder verlassen. Es hat das Suicune so erschreckt, dass es im Ball geblieben ist, weil X-Bart so hässlich ist. War nicht böse gemeint, X-Bart ist aber so. So, Suicune, Polarlicht, Größe 2 Meter, Gewicht 187 Kilogramm. Dieses göttliche Pokémon rennt über das Land. Es ist ständig auf Suche nach purem Wasser. Nein, kein Spitznamen. Was soll's? Was wollt ihr? Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Einen derartigen Kampf habe ich noch nie gesehen. Das hat mich sehr beeindruckt. Suicune war stark, aber du warst noch unglaublicher Gold. Ich hörte, dass Suicunes mystische Kraft ein regenbogenfarbenes Pokémon anlockt. Vielleicht zeigt sich dieses Pokémon nach dem, was sich heute ereignete. Ich werde diese Legende noch einmal nachlesen. Danke,
dass ich diesem spitzen Kampf beiwohnen dürfte. Wie, du bist doch gerade reingelaufen. Bis dann, Gold. Ja, mach's gut. Und was wollt ihr, ihr Glatzköpfe? Geht mal zum Friseur und lasst euch eine Perücke annähen oder so. Was sieht der schrecklich aus? Uah. So, das legendäre Pokémon der Kristalledition gehört uns. Und jetzt, ja. Jetzt müssen wir quasi nach unseren achten Orden holen. Und dann geht's auch schon in die Pokémon-Liga. Also, jetzt, nachdem, nach der Display-Pause ging es jetzt ganz schön schnell jetzt bis hierher, aber es liegt auch daran, dass wir mehr Pokémon-Parts jetzt machen als sonst. So, dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns Rico noch einmal an und dann beende ich den Part auch schon. Immer wenn du ein Pokémon verschiebst, wird das Spiel gespeichert, ja. Gut, hallo Suicune, Status. So sieht Suicune aus, das Pokémon der Kristalledition mit Level 40, damit unser stärkstes Pokémon. Attacken Silberblick, Blubstrahl, Regentanz und Windstoß. Angriff 71, Verteidigung 107, Spezialangriff 81, Spezialverteidigung 101. Und Initiative erstaunlich wenig für Suicune und hätte ich jetzt für mehr gehalten, nur 78. Nicht mal so schlecht. Suicune, willkommen in meinem Pokémon-Team. Gut, ich glaube, unser Pokémon haben wir zwar schon geheilt, aber egal. So. Ach ja, ich glaube, ich bereite noch was vor für den nächsten Part. Und zwar brauchen wir im nächsten Part ein Pokémon, das Stärke beherrscht. Müssen wir ein Pokémon ablegen. Ich würde sagen, ich lage jetzt mal wohin genau in die Box rein. Und nehme jetzt ein Pokémon, das Stärke besitzt, mit. Und zwar müsste es Aron sein. Jawohl, es ist Aron. Dich brauchen wir mal. Okay, aber nicht an erster Stelle, sondern an letzter Stelle. Okay, dann gehe ich jetzt wieder zum Chauffeur, oder wie der auch heißt, der Typ da, der heute nicht da ist. Damit wir im nächsten Part unser Evoli wieder ein bisschen... Ja, damit wir uns ein bisschen einschleimen können wieder im nächsten Part bei Evoli. Ach nee, sexuelle Belästigung, das Panda ist wieder da. Lass mich in Frieden! So. Immer diese Perversen. Gut, dann gehe ich jetzt dorthin. In den Untergrund mal wieder. Und mache hier ein Save in Richtung zur Tür, damit ich im nächsten Part weiß, dass es hier weitergeht und dass wir zum Chauffeur müssen. Also, im nächsten Part geht's ab in die letzte Stadt in Johto. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.